Historisches Wochenende 2003. Auf nach Bruchhausen-Vilsen. Deutschlands älteste Museumsbahn lud ein zur Fahrt mit den Dampf- und Dieselzügen auf der Kleinbahn nach Asendorf. Abgerundet wurde das Erlebnis durch die Präsentation von Kraftfahrzeugen und Personen im Gewand der 30er bis 50er Jahre. Lok Hermann, Baujahr 1911, hält nichts vom Rauchverbot und qualmt die Umgebung großzügig ein. Die ehemalige Lok 15 der Kreis Altenaer Eisenbahn im Sauerland kam 1978 zum DEV und befindet sich heute in Aufarbeitung. Zum 50-jährigen Jubiläum des Vereins soll sie 2016 wieder in Betrieb genommen werden. Ein Schmuckstück ist der Wismarer Schienenbus T41. 1932 gebaut für die Steinhuder Meerbahn, wurde er 1996 bis 2000 im Rahmen einer ABM restauriert und dabei wieder in den Ursprungszustand mit Inneneinrichtung im Bauhausstil zurückversetzt. Er ist das älteste erhaltene Exemplar seiner Art und kommt daher nur bei Sonderveranstaltungen zum Einsatz. In der Fahrzeughalle sehen wir hier die V1 der ehemaligen Rendsburger Kreisbahn. Und die Lok Emden der Borkumer Kleinbahn. Eben kehrt der Jumbo T42, Ex-Franzburger Kreisbahn, mit seinem Triebwagenanhänger nach Bruchhausen zurück. An der Bekohlung wird die Kastendampflok Plettenberg, 1927 für die Plettenberger Kleinbahn gebaut, mit neuen Vorräten versorgt. Dann kommt sie zunächst im Rangierdienst zum Einsatz. Schauen wir ein wenig zu. Thank you.
Endlich ist der neu gebildete Zug abfahrbereit und macht sich auf, die knapp 8 Kilometer lange Strecke zu bereisen. Die Station Filsen-Ort ist das Reich von Vereinsgründer Harald Kindermann. Er ließ sich nicht nur das Haus im Stil eines kleinen Bahnhofs errichten, sondern fertigte auch viele Jahre dort die Züge als preußisch korrekter Bahnbeamter ab. Voll besetzt und beladen nähert sich das Schweineschnäuzchen. Filsen-Ort ist Zugkreuzung, so dass es in das Stumpfgleis zurücksetzen muss. Da kommt auch schon der Hermann wieder. Thank you.
Jetzt geht's weiter für den Ameisenbär. Vorsicht bei der Abfahrt! Die Ladung ist anscheinend für die ländliche Station Heiligenberg bestimmt. Wir kommen gerade noch recht, um beim Entladen zuzusehen. Allerlei Lieferverkehr wartet bereits an der Ladestraße, während das Landvolk eine verdiente Pause genießt. Jetzt aber schnell nach Hause mit der Lieferung. Da trifft auch schon die Plettenberg mit ihrem Zug ein. Alles einsteigen zur Weiterfahrt nach Bruchhausen.